Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Roll P und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt, und zwar Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, schön. Endlich mal wieder ein Star Wars Spiel auf diesem Kanal. Das letzte Mal war ja The Star Wars Battlefront 2, der Online-Modus und die Kampagne mit dem Vegas. Und ja, ich sitze hier mit dem neuesten veröffentlichten Star Wars Spiel und ich habe hohe Hoffnungen. Ich weiß nicht sehr viel über dieses Spiel. Ich habe mir, ich glaube, mal ein Reveal-Trailer, glaube ich, angeschaut und ich glaube, es gab mal einen Gameplay-Trailer und den habe ich mir auch angeguckt. Ich weiß nicht mehr so genau, was da alles passiert ist, aber ich weiß, dass das Spiel gut aussah vom Gameplay her. Und ja, es ist ein Star Wars-Spiel, natürlich spiele ich es, also ja, weiß ich nicht. Hat irgendwie so was, so ein Mix aus Action-Adventure, so was wie, weil ich nenne ich Action-Adventure, so Devil May Cry, also Hack and Slash, und dadurch dann natürlich immer verbinden mit Star Wars Jedi Knight, was meiner Meinung nach eines der besten Star Wars Spiele war, neben Knights of the Old Republic. Und ja, mehr weiß ich eigentlich auch nicht. Ich weiß, dass wir doch ein paar Trailer, nenne ich Trailer, Werbung habe ich so gesehen auf YouTube, weil ja, die sind halt nach einem Video abgespielt worden und da konnte ich halt nichts gegen machen. Und ja, ich weiß nur, wir spielen ein Jedi und ja, wir flüchten von dem Imperium. Erste Ordnung? Nein, nicht Erste Ordnung, ne? Imperium, ich glaube, das spielt, das müsste ja dann eigentlich nach der dritten Episode spielen, ne? Nachdem Order 66 ausgeführt worden ist. Der Vegas hat mir, glaube ich, schon alle möglichen Informationen und so was alles gegeben, aber ich habe das schon wieder alles verdrängt, weiß ich nicht. Ich versuche, mich so wenig wie möglich immer über solche Sachen hier zu informieren, aber manchmal füttert der mich ein bisschen mit Informationen und ja, ich glaube, der hat auch schon ein paar Trailer mir per Facebook geschickt, aber ich habe die wahrscheinlich nicht angeguckt. Ich habe mir die definitiv nicht angeguckt. Also, falls der mir welche geschickt hat, dann habe ich die nicht angeguckt. Und ja, und deswegen ist das Spiel relativ blind. Ich will keine Spoiler haben. Ich will keine Tipps und Tricks. Ich möchte keine, mach das am Anfang, damit du am Ende das leichter machen kannst. Und Monster Hunter World Iceborne wurde abgedatet. Und ja, also kein Backseat Gaming, keine Tipps, Tricks. Ich schaffe das schon irgendwie alleine. Ich tue meine neue Reise starten. Und ja, jetzt kommt bereit zum Installieren. Ich habe da gerade, ja, ein Update wollte gerade installiert werden, aber hat irgendwie aufgehört mittendrin bei 70%. Und ja, da habe ich mir gedacht, tust du ohne irgendwie anfangen, weil hat irgendwas mit online zu tun, was mich irgendwie verwirrt, weil ich nicht wusste, ob das, weil ich nicht genau wusste, was das überhaupt bedeutet. Ich meine, das ist ein Singleplayer-Spiel. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt online ist, aber egal, eine neue Reise starten, fangen wir mal an. Was haben wir denn hier? Story-Modus, was? Okay. ich bin ja immer so eine Person, ich warte irgendwie auf eine große Herausforderung. Soll ich Jedi Großmeister anfangen? Ich weiß nicht. Jedi Story-Modus. Spieler, die sich auf Story konzentrieren möchten und eine minimale Kampferfahrung suchen, kann in den Spielmenüs jederzeit geändert werden. Mit Nahkampf-Action-Spielen nicht vertraut sind und eine einfache Herausforderung suchen. Spiel mit Nahkampf-Action-Spielen vertraust und eine Herausforderung suchen, Spiel sich intensiv auf vorne das Kampferlebnis wünschen. Also, da steht, man kann es jederzeit ändern, deswegen würde ich sagen, wir tun mal uns versuchen an Jedi Großmeister, ne? Und das Spiel könnte vielleicht ein bisschen hell sein, aber bei mir ist das noch heller. Also, man muss die Helligkeit einstellen, ich habe die jetzt auf 2.5. Das ist jetzt sehr hell auf meinem Bildschirm, aber auf der Aufnahme war das voll dunkel, als ich halt niedriger hatte. Also ja, das ist jetzt so gut wie möglich, finde ich. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Jedi Großmeister, zeig mal ja. Da musst du gedrückt halten wie ein Dauntless. Oh. Wo ist meine Fernbedienung? Da. Und da stand schon jemand. So, wenn jetzt hier dieser Credits Roll kommt, der immer vor den Star Wars Filmen abgespielt ist, dann weiß ich nicht, ob ich den reinlasse oder ob ich den rausschneiden muss. Aber ich weiß nicht, wegen Kopierschutz und so was, ist schon, will er lieber auf Nummer sicher gehen.
Aber mal schauen. Vielleicht kann ich den ja drin lassen. Vielleicht kommt ja auch keiner, ne? Kommt ja bei diesen Spin-off Star Wars Sachen in letzter Zeit gar nicht mehr. Und ja. Was haben wir hier? Sieht aus wie ein, ja, Sternzerstörer von unten. Ah, Victory Kreuzer. Keine Ahnung. Wir haben mal Empire at Wars früher gespielt. Und weiß nicht, da kenne ich so ein paar Namen von so Raumschiffen, aber ich kann jetzt nicht mit den Dingern verbinden, also. Mal schauen, was hier abgeht. Aber das Spiel ist gut. Ich hoffe, es ist gut. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird nicht schlecht sein. Also, ja, komm. Den auch kaputt. Könnte gut für uns sein. Wie ist der Chef? Übrigens Untertitel angemacht. Auf Mantena wurde ein vorher, glaube ich, nicht so. Weiß ja nie. Zwei Mann müssen aufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Ja? Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. An die Arbeit. Bin gleich hinter dir. Okay. Cool, wir fangen direkt schon an. Ich bin Cal. Wo ist... Oh Gott. Okay. Wollen wir ausprobieren. Kann man hier schon runterfallen? Sieht nämlich genauso danach aus. Hey, was geht? Ich... Ausweichrolle, sag ich mal. Und sonst kann ich noch nichts. Da war ich mit Kreis übrigens. Mit X durchspringen. Und ja. Hi. Aliensprache. Rassist. So, ich weiß jetzt nicht, womit man interagieren kann und so. Oder ob man überhaupt interagieren kann mit irgendwas. Deswegen schaue ich mich hier mal ein bisschen um, bevor wir weitergehen. Weiß ich nicht. Irgendwie habe ich mich erst so gesträubt, das Spiel zu spielen, weil das sieht irgendwie mehr so aus wie so ein Story-fokussiertes Spiel. Weißt du, so ein Spiel, das spielst du einmal durch, dann hast du alles gesehen und so, so weiß ich nicht. So vergleichbar mit so Sachen wie, weiß ich nicht, The Last of Us oder weiß ich nicht, Uncharted, weil so Spiele, die sind wie so ein Film aufgebaut, die spielst du nur einmal, dann weiß ich nicht, dass ich spiele mehr so Rollenspiele, deswegen weiß ich nicht, so Story Heavy Spiele halt. Ich würde mal sagen, das Spiel wird mehr so auf Action und Präsentation so irgendwie versuchen hier zu punkten. Also ja, ich weiß nicht. Aber es ist ein Star Wars Spiel, also ja, natürlich muss ich das mal eine Chance geben, ne? Und ja. Kann ich irgendwie, oh, kann ich irgendwie den Ton von dem, kann ich nicht, okay, ist schon alles hoch genug. Dann kann ich den Dialog noch hören, ne? Weil die gehen so ein bisschen unter in den ganzen Hintergrundgeräuschen. Aber wir haben ja Untertitel an, also wird schon nichts verpassen, ne? Vielleicht hört sich in der Aufnahme ja auch ein bisschen anders an. Ewig kein Lokal gesehen. Ja. Separatisten. Das Ausschlachten wird viel Geld bringen. Da sind wir ja noch in den Klonkriegen. Komm, gehen wir. Ja, oder das ist jetzt so die Vorgeschichte, wie das alles passiert ist, ne? Das ist storymäßig alles, was ich weiß. Ich weiß, dass wir irgendwie in Jedi auf der Flucht sind, ne? Also erzählt das jetzt irgendwie. Oh, ich wollte ja eigentlich gar nicht hin.
erzählt hat hier jetzt hier sozusagen die Hintergrundgeschichte. Hab ich jetzt irgendwas verpasst? Ich glaube ja, ne? Kein Problem. Ich improvisiere. Wir sehen uns dort. Ich weiß gar nicht, aufgepasst, was bei dem passiert ist, weil ich noch mich umschauen wollte. Oh, da soll ich runter. Du hast ja wohl nicht alle. Alles klar. Oh Gott. Ich nehme an, ich kann auch nicht sterben, aber es sieht schon fast so aus, als könnte ich. Du bist kein zugelassener Müll. Aber kein zugelassener Müll. Okay, Separatisten, das ist doch noch, das sind doch die Druiden, ne? Da sind wir noch einen Klonkrieg. Außer das sind irgendwie, die sind noch nicht alle erledigt worden. Der Vegas wird mich hier mit Informationen füttern, wie wild. Das glaubst du gar nicht. Jede Frage beantworten. Wenn ich eine Frage stelle, dann hätte ich auch gerne Antwort. Wenn ich so sage, beantwortet mir das, aber wie gesagt, Tipps und so, nein. Ich habe was verpasst, habe ich Pech gehabt. Ich habe irgendwas falsch gemacht, habe ich Pech gehabt. Das ist mein erster Spieldurchlauf. Ich brauche nicht an der Hand gehalten werden. Ich schaffe das schon irgendwie alleine. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, also auf irgendeinen werde ich das schon schaffen. Keine Sorge. So. Aliensprache. Rassistische Geräusche. Ganz ruhig. Gleich wieder weg. Der Stabilisator ist dort gefallen. Hier los, Hormonas. Kann ich irgendwie rennen? Wo wir alle Schulterknöpfe. Oh. Springen und drücken, um zu klettern. Okay. Nennt mich Altair. So. Und nun. Ah. Soll ich da hochspringen? Ja. Das war ohne Scheiße, ist echt hier. Ja. Oh Gott. Assassin's Creed, weil ich noch nie gespielt habe übrigens. Schön dich zu sehen. Dich auch. Bring dich nicht selber um. Das ist der Plan. Hätte ich beinahe schon gemacht am Anfang, danke. So, ich nehme an, ich kann hier nicht runterfallen, oder? Look. Soll ich mal springen? Ich spring mal. Oh Gott. Weiß irgendwie nicht, weil ich drücken kann, ohne irgendwie nicht runterzufallen. Ja, das sind Klonenhelme. Erste Phase, oder? Nee. Ich glaube, das ist sogar zweite oder dritte, keine Ahnung. Okay, wo lang, wo müssen wir hin? Da war ich den Schwierigkeitsgrad jetzt hochgestellt habe, dass ich. Wenn ich angezeigt wird, wo ich hin muss, da wird mir allgemein nicht angezeigt, wo ich hin muss. Wogegen ich nichts dagegen habe, also. Hört sich an wie Schrottratten. Unheimlich. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Bin schon lange unterwegs hier. Halt so wie ihn weiß ich nicht. Was? Uncharted. Ich glaube, da war irgendwie so was. Du kannst irgendwie nur, kannst dich irgendwie nur an gelbe Sachen nur so ranklettern. Ist da hier auch so? Du kannst dich nur an rote Sachen ranklettern. Ja, siehst du, da ist auch schon wieder rot. Warte mal. Okay, da könnte ich sterben, glaube ich. Ah, ich habe Leben verloren. Ja, okay, ich musste L2 noch drücken. Wow. Okay, da stand auch L2 drücken, aber bevor ich da irgendwie
anfassen konnte, war ich schon tot. So, die Frage ist jetzt, gibt es Fallschaden und so? Wie kommst du her? Hä? Magie. Okay. Zwei alten. Alles klar. So, da runter, ne? Da sieht man irgendwie, ob ich gerade halte oder nicht. Boom. So, ich habe einfach L2 gedrückt, wenn ich versuche irgendwo zu klettern. Also alles so neu für mich. So Parkour-Spiele spiele ich eigentlich nicht. So. Uiuiui. Hi. Ja. Wer bin ich da? Der Schiffskutter? Habe ich eigentlich ein Lichtschwert oder so? Sieht nicht so aus. Okay. Ich hoffe wirklich, die Helligkeit und alles was sieht anständig aus. Ich spiele übrigens auf der PS4. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber spätestens nachdem die ganzen Knöpfe da angezeigt worden sind, müsstet ihr das schon mitbekommen haben, oder? So, was soll ich hier ran? So. Da muss ich mir dran springen. Ich muss ja dran springen, okay. Ich wollte schon sagen. So einen ganz schönen Weg hier ablaufen, irgendwie. Die Steuerung ist nicht schlecht, weil ich fühlt sich smooth an. Oh, das ist ein Salak. Also auf Tatooine. Kerl, benutze den unteren Hebel für den manuellen Override. Da kann ich nicht da. Was? R3 ziehen. Okay. Du bist dran. Moment. Okay, Klammer gesichert. Wow. Alles okay? Bin noch da. Ha, du hast mir echt einen Schrecken angejagt, Kumpel. Er ist echt nicht sicher, was ich hier alles mache. Sieht so mein Alltag aus, das ist irgendwie voll lebenswert, was ich hier mache. Auch wenn ich ein Jedi bin, ey. Nö. Man kommt schon. Komm, seht ihr das an? Es ist ein Jedi-Jäger. Ein Volltreffer. Ein echter Schutzsammler-Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echt eine Tragödie. Da wissen die Leute nicht, dass ich ein Jedi bin. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Oh. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Leak. Ja, wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, denn damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst dich so enden wie ich. Irgendwann als Alien musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Ja, doch jetzt schon kommen. Der Typ, der stirbt in den nächsten paar Stunden. Pass auf. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Oh Gott. Ich muss noch unbedingt in meine Salatgrube. Aua. Hier unsere Schrottsammlerbasis hinpacken. Oh Gott. Na.
Na. Autsch. Au. Ah. Ja. Da kann direkt. Alles okay? Karl, ich komme nicht raus. Na, dann willst du mal sterben. Ich rutsche ab. Nein, lass nicht los. Ich kann nicht mehr. Komm. Nein. Oh, R1. Da stand es noch im letzten Moment. Alles okay, Prof? Mir geht's gut. Ich bin's nur fest. Kein Pilot. Na, geh weg da, ich mach das. Vorsicht, Karl! Achtung! Ich dachte, das ist gar nicht ein Saarlager, das ist einfach. Das Ding kann kaum fliegen. Moment! Also hätte der Typ gerade sterben können, wenn ich jetzt nichts gemacht hätte, oder wäre ich dann Game Over gegangen. Ja, ne. Okay, ja, sowas könnte man ruhig sagen. Was war das denn? Was war das eben? War das, warst du das etwa? Das war die Macht, oder was? Jetzt, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich habe sie gesehen, ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Bro, die Leute wie dich, ich weiß. Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja. Ja, erst recht jetzt. Den AT-ST ist da im Hintergrund. Okay. Also verstecke ich mich jetzt hier eigentlich nur. Alles okay bei dir? Ja. Sogar. Die beiden Stimmen kommen mir voll bekannt vor. Ich weiß nur nicht woher. Kerl. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also, ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier bist du nicht sicher sein. Vielleicht solltest du, naja, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Der Bass schuldet mir was. Bist du nicht gerade Arscher da? Ja. Lass mich mal ein Planet. Ja. Ja, okay. Okay, klar. Okay. Ja, ich habe ein Problem. Ich will erstmal da lang. Weiß er nie. Prof? R3 ist interagieren. Okay. War nur Licht. Prof, warte. Oh, der hat jetzt Angst vor mir. Oder er verpetzt mich. Ah, nee, ne. Sind doch Freunde, oder? Wo weckst du hin? Alter, bleib mal hier. Alter, geht da einfach weg ohne. Oh. Mach auf. Oh. Wat? Wat? Was hat denn jetzt? Boah. Ich glaube, ich bin auf dem Trip. Boah. Ey. Was ist denn das hier für Mind Games?
Ja, war jetzt ein bisschen krass, muss ich sagen. Ja. Okay. Ist ein bisschen merkwürdig hier gerade. Mach ich auf, jetzt kommt hier Darth Vader, pass auf. Mein Schüler, du musst mir jetzt gut zuhören. Meister. Vertraue nur der Macht. Okay. Bleib ein Anpfiff. Ja. Was geht hier vor? Alles auf. Oh Gott. Identifizierung bereit. In einer Reihe aufstellen. Ist wahrscheinlich nur wieder eine Schmuggelkontrolle oder so. Na. Ah. Zum Glück habe ich kein Lichtschwert. Nicht wahr? Oh, du bist auf dem Cover, oder? Ja. Oder? Nee, ein bisschen anders, glaube ich. Obwohl doch, da ist irgendwie einer, aber er ist nicht der, den ich gemeint habe. Oder die, keine Ahnung. Mal wieder so eine Captain Phasma-Situation oder so. Das ist die Person auf dem Cover. Und das ist eine Frau. Oder? Wird jedenfalls im Busen. Ja, gut. Sind das schon alle? Ja, zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Jetzt schon rumgesprochen, Mann. Wird der Verräter nicht überstellt, folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Stell dich selbst, sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure und zu Schrottsammlern. Arbeiter wurden übervorteilt. Oh. Oh Gott. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur Ängstliches zu sagen. Für das Imperium. Doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Nein! Sieh an, ein Lichtschwert. Ich hab den Jedi. Ich hab den Jedi. Überprüfe die Störung. Das tut weh. Keine Hi. Bewegung. Wie kommst du hierher? Bin gefallen. Also ich. Blinder Passagier. Hey, du musst das nicht melden. Schweig. Hier ist TK 8190. Was? Hast du Jedi gesagt? Oh Gott. Okay. Das war so ein gutes Timing, okay. Alles klar. Ich wollte nur sehen, wie weit das geht. Alles klar, dann würde ich sagen, ich tue den Part hier beenden. Und ja, war ein gute halbe Stunde bisher und sieht gut aus, das Spiel bisher. Und ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Entschuldigung. Und ihr hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr dann wollt. Ciao.